Hey Leute, was geht? Wir haben Winter und heute geht's wieder auf eine Convention. Auto wird das gleiche gepackt und ja, die erste Convention ohne Tosca, das gibt's ja in Deutschland. Und ihr seht, richtig schönes Winterwetter, Sonne scheint, langsam kommt der Frühling raus. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ins Auto, weil Larissa ist schon an der Bushaltestelle. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Jetzt sind wir hier in der Convention. Wir müssen das ganze Auto erstmal leer räumen. Das Auto ist komplett voll mit Sachen. Vicky hilft auch schon dabei. Larissa ist schon drin. Wir haben an der Tür einfach unseren Namen nicht erkannt. Also wir mussten dreimal unseren Namen nennen. Ja, Organisation. Naja, auf jeden Fall ist das das dritte Mal, dass ich dabei bin. Einmal konnte ich nicht. Und ja, mal gucken, wo unser Stand ist. Und bauen wir auf. Auf geht's. Und wie ihr seht, wird gerade alles fleißig aufgebaut. Alles ist hier im Umbau. Für Menschen fängt, glaube ich, erst um 12 oder um 1 an, keine Ahnung. Wir müssen jetzt überlegen, wie kriegen wir hier die Sachen unter. Weil wir haben jetzt eine Sache mehr. Wir haben jetzt Klamottenstand mehr. Mal gucken, wir haben jetzt Pins, Klamotten und die ganzen Sachen. Also mal gucken, wie wir das organisiert bekommen. So Leute, wir sind hier fleißig am Aufbauen. Da ist Ritter Buska telefonieren. Wir stehen auch schon, aber jetzt guckt euch mal das Ding an. Das ist ein Kleiderbügel. Ich habe keine Ahnung, wie das ein Kleiderbügel sein soll. Das sieht mehr aus wie so eine Foltermaschine. Aber scheiße, man muss jetzt hier drauf drücken. Und dann geht es irgendwie auf. Fertig mit dem Aufbau. Die ersten Leute kommen auch schon rein. Eine Freundin von Larissa ist hier. Die wird mich vertreten, wenn ich weg bin, weil heute habe ich auch noch einen Auftritt. Ich werde zwei Sachen heute. Erstmal hier bei der Convention helfen und dann zweitens muss ich hier mit der Band heute den Auftritt haben. Das heißt, mal gucken. Auf jeden Fall, alles wird schön aufgebaut. Alles sieht gut aus, hier schön mit Cosplay. Guckt euch das mal an. Hagel! Ja, ne? Da kann man vom Hochsaal rauskommen. Hagel! Diese Hagelbrock, also das ist reines Eis. Vor allem mit Zacken und allem, ne? Riesige Zunge. So Leute, wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Auftritt, haben schon alles ins Auto gepackt, muss mal so ein bisschen organisieren. Und ja, ihr seht, das Wetter hat sich heftig geändert, es stürmt und regnet. Den Hagel habt ihr auch gesehen und ja. Eine Band hat schon abgesagt, die wurde schon aus dem Wettbewerb rausgeschmissen. Mal gucken, wie das läuft. Hey Leute, was geht? Heute ist wieder Convention-Tag. Neuer Tag, neue Convention, obwohl eigentlich immer noch dieselbe Convention. Und ja, wir gehen jetzt mal rein und gucken uns das mal alles an. Ich musste ja gestern ja auf das Konzert von der Band. Deswegen hat eine Freundin von Larissa das Ganze hier übernommen. Habt ihr auch schon gesehen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Oh, alles steht noch. Stand ist auch noch da. Heute ist zum Glück etwas kühler.
weil der Sturm ist ja weg. Hier in Uruguay ist es so, wenn ein Sturm kommt, ist es zuerst mega heiß. Und dann irgendwie kommt der Hagel. Sehr gesehen, diese krassen Hagelkörner. Und ja, würde ich sagen, viel Erfolg und hoffen wir mal für eine Menge Verkauf. Bis später. Leute, wir sind jetzt fertig. Wie ihr seht, Stand wurde abgebaut. Der Granada Bayrek ist auch schon wieder hier. Wir sind auf dem Konzert wieder gekommen. Und ja, jetzt bauen wir ab, weil gleich werden die Lichter ausgeschaltet. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Und mal gucken, da hinten sind riesige Star Wars Leute. Die tanzen da irgendwie, keine Ahnung. Und ja, jetzt heißt es abbau. Und damit würde ich sagen, war eine geile Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut ihn auf den Tisch!